Ja, die Sonne scheint in Mainz. Christian Heidel, passend zu der aktuellen Situation von deinem Mainzer Club. Und bester Aufsteiger, Tabellenachter, nur ein Punkt hinterm UEFA-Cup-Platz. Da steht im Moment Rekordmeister Bayern München, die ja bei euch 2-1 verloren haben. Also es muss ja für dich auch jetzt eine Riesenzufriedenheit herrschen, auch eine Erleichterung. Du hast ja wenige Tage vor dem Bundesliga-Start für große Aufregung in ganz Deutschland gesorgt, nicht nur in Mainz. Hast also dich von dem Aufstiegstrainer Andersen getrennt, weil du sagst, die Chemie stimmt nicht zwischen Mannschaft und dem Trainer. Und hast dann einen zumindest für die Bundesliga völlig unbekannten, jungem, erfolgreichen Nachwuchstrainer, zwar Tuchel, die Verantwortung in die Hände legt. Da hört es natürlich viel Mut zu, viel Kompetenz, dass man den noch richtig einschätzt, aber auch Zivilcourage. Wie groß ist die Erleichterung? Ja, es ist ja klar, wenn man so einen Schritt macht, den wir da kurz vor der Saison gegangen sind, wo uns, glaube ich, halb Europa für völlig verrückt erklärt hat, dann fällt einem natürlich schon ein Stein vom Herzen, wenn man jetzt zumindest nach 10 Spieltagen sagen kann, das, was man eigentlich erreichen wollte, das hat gefruchtet, das hat geklappt. Wobei ich da ein bisschen vorsichtig. Sag mal, mehr als sie klappt. Also bei den ganz vielen Verletzten, ihr habt ja ein halbes Lazarett, mindestens 10 Top-Spieler waren nicht einsatzfähig. Also es war ja, ich habe gesagt, wie wollen die das gebühlt kriegen zum Start? Und jetzt Achter, bester Neuling. Aber man muss natürlich eins sehen, dass wir haben den 10. Spieltag und ich habe schon vieles erlebt. Also der KSC hat damals sehr, sehr gut gestanden, am Ende ging es rückwärts. Stand heute sind wir super zufrieden, aber ich muss auch sagen, wir waren lange nicht so skeptisch wie hier so die bundesdeutsche Öffentlichkeit. Es gab ja eigentlich kaum ein Fachmagazin, was uns nicht auf Platz 18 vor der Runde gesetzt hat. Ich weiß nicht, was du getippt hast. Ich meine, ich hätte auch mal irgendwas gehört, dass es wieder runtergeht. Ich sage, ist ja normal. Aber wir selber, muss ich sagen, wir haben eigentlich da ganz andere Ansätze gehabt. Wohl wissend, dass wir dann kurz vorher noch eine Änderung einfach machen mussten, die uns menschlich total schwer gefallen ist, aber da war einfach das Problem, das war nicht mehr Mainz 05. Und wir haben eine gewisse Philosophie. Da ging es gar nicht um die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft. Es geht um eine Philosophie, die dieser Club hat. Und der Jörn Andersen, der ein guter Trainer ist, muss ich wirklich sagen, der wollte einen neuen, einen anderen Weg gehen. Und den wollte der Verein nicht mitgehen. Und dann war eben Thomas Tuchel, um auf ihn zu kommen, der war einfach schon im Verein. Und das war auch jetzt für uns nicht so eine Sache, wo wir so richtig Angst hatten. Weil wir haben ihn ein Jahr akribisch arbeiten sehen. Wir haben ihn ein Jahr richtig kennengelernt. Ich habe viele, viele Gespräche mit ihm geführt. Und für mich war eigentlich schon seit längerem klar, wenn mal irgendwas im Trainerbereich bei uns passiert, dann wird der Thomas hier Trainer, weil das, was er verkörpert, das ist wieder Mainz 05. Und das hat einfach alles zum Glück sehr, sehr gut zusammengepasst. Die Verletzten wurden irgendwann gesund. Die Neuzugänge haben zum Glück bis auf eine Ausnahme alle eingeschlagen wie Bomben. Und deswegen stehen wir jetzt auf dem 8. Platz. Da freuen wir uns drüber. Ja, Christian, ich weiß, dass du positiv bekloppt bist, viel Kompetenz hast, aber auch Leidenschaft. Das ist immer für mich die Formel zum Erfolg. 18 Jahre lang bist du hier Manager. Harald Strutz, der Präsident, auch ein paar Jahrzehnte, eine Ewigkeit. Die meisten sagen immer früher, ja, Mainz ist Kloppi. Aber ich weiß ja auch noch viele Insider, was ihr hier bewegen könnt. Also ich habe euch gar nicht so negativ gesehen, aber aufgrund der vielen Verletzungen, dann ein ganz junger Trainer, dachte ich, also mit Sicherheit nicht an Platz 8, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, da haben wir uns natürlich auch nicht gesehen, dass wir jetzt Achter sind, aber wir waren eigentlich sicher, dass wir eine Mannschaft haben, die konkurrenzfähig ist in der Bundesliga. Und jetzt was auf Kloppo sprechen zu kommen, dem ich aber heute noch bestens befreundet bin. Kloppo war das Gesicht von Mainz 05. Er selber hat eigentlich immer da entgegengesprochen, dass er nicht Mainz 05 ist. Er war ein ganz wichtiger Teil von Mainz 05. Aber ich glaube, Mainz 05 war einfach aus vielen Teilen oder besteht aus vielen Teilen, die einfach funktionieren müssen. Und das, muss ich sagen, ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen in den letzten Jahren. Einfach diese Mosaiksteine immer so hinzubekommen, dass da am Ende fängt, wo Mainz 05 drauf stand, auch Mainz 05 drin ist. Und deswegen waren wir eigentlich nicht überoptimistisch, aber wir haben uns eine realistische Chance in der Saison eigentlich schon versprochen. Ich glaube auch, dass wir die Klasse halten werden und so ganz, ganz langsam diesen Verein ein bisschen nach vorne noch bringen können. Ja, jetzt kurzfristig am Samstag geht es natürlich zum deutschen Meister Wolfsburg. Da läuft in der Bundesliga auch nicht alles rund, aber vom Spielermaterial sind die natürlich gigantisch besetzt. Ich will jetzt gar nicht sagen, was ist kurzfristig vielleicht am Samstag drin, interessiert mich zwar auch, aber vielmehr, ihr baut ein neues Stadion, ihr habt hier Unwahrscheinliches in den letzten Jahren bewegt. Wo kann der Weg von Mainz eigentlich mit Struth und vor allen Dingen mit Manager Heidel hingehen? Da muss man natürlich sehr realistisch sein. Also wir bauen jetzt ein neues Stadion.
was wirklich, da wird Deutschland schauen, ein tolles Stadion, ein reines Fußballstadion, so richtig, wie man sich in England sieht, wie man sich, glaube ich, hier auch vorstellt als Fußballfan. Aber wir werden mit diesem Stadion vielleicht den Etat um knapp 10 Millionen nach oben bringen können. Wir werden immer noch ein ganz, ganz kleiner Fisch sein. Und unser Ziel ist einfach, zu diesen Top 24 in Deutschland zu gehören. Aber wir wissen auch, dass wir wieder mal einen Abstieg einplanen müssen. Wichtig ist immer, dass man die Chance hat, auch immer nach oben zu kommen. Und das wird unser Ziel sein. Und dieser Verein, da stimme ich dir zu, ist einfach auf Kontinuität in allen Belangen aufgebaut. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder auch eine Trainerkontinuität hinbekommen. Da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das einfach zusammenpasst. Und nach Wolfsburg fahren wir am Samstag, um zu gewinnen. Ja, wir versuchen das in jedem Spiel, aber wir sind natürlich in 34 Spielen sind wir 34 Mal Außenseiter. Das sind wir uns bewusst, aber damit leben wir eigentlich sehr, sehr gut. Ja, ich habe in Mönchengladbach spielen gesehen, sehr gut, wenn da nicht das Problem, also wirklich ein dreifaches Problem mit den Torhütern existiert hätte, wäre da auch mehr drin gewesen. Also die Staffel war nicht so tief. Ja, ich glaube, wir waren eigentlich in keinem Spiel völlig chancenlos, dass wir mal so an die Wand gespielt wurden. Das kann uns mal passieren, wenn wir einfach einen schlechten Tag haben. Aber die Mannschaft ist da momentan unheimlich willig und die hat natürlich ein riesengroßes Selbstbewusstsein, weil sie in 10 Spielen gemerkt hat, und da haben wir auch gegen Hoffenheim, gegen Bayern, gegen Bremen, also gegen richtige Gegner schon gespielt, Leverkusen auch schon, dass wir immer eine Chance hatten, in jedem Spiel irgendwie mithalten konnten. Und das ist der Pluspunkt, den sie jetzt haben. Und deswegen fahren wir auch nach Wolfsburg und rechnen uns auch eine kleine Chance dort aus. Christian, letzte Frage. Liegt der Schlüssel eigentlich zu eurem Erfolg, der ja auch wirklich sympathisch ist, dass es euch gelungen ist, nicht nur in der Vereinsführung, nicht nur in der Mannschaft, im sportlichen Bereich, bis hin zu den Fans auch klarzumachen, realistische Einschätzung, diesen Schlüssel zu finden. So, wir können mal oben in der zweiten Liga spielen, aber auch im Mittelfeld der Bundesliga. Und damit dieser krankhafte Druck, der ja auch nicht unbedingt leistungsfördernd sein muss, dass der raus ist bei euch aus dem Club und auch aus der Mannschaft. Ja, ich glaube schon, dass die Leute hier in Mainz das sehr, sehr realistisch sehen. Und ich denke auch, dass wir das gut rübergebracht haben. Man muss nur die Zahlen einfach vergleichen. Da weiß man, welche Rolle wir da spielen. Und die Leute in Mainz sind, glaube ich, total happy einfach, dass sie sehen, dass so ein kleiner Underdog mit wenig Geld auch in dem Konzert der Großen mitmischen kann. Aber sie wissen genauso, sowas geht nicht auf Jahre. Man muss immer sehen, dass man irgendwie sich durchschlängelt. Das werden wir versuchen. Aber bei uns kann das nur klappen, wenn alle Mosaiksteinchen einfach greifen. Und wir sind ja hier auch nicht Hellseher und ab und zu liegt man mal mit dem Spieler vorbei, nebendran. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann wird es für uns so sofort, wird es dann eng. Aber momentan haben wir hier eine riesen Identifikation in Mainz. Die Leute sind wirklich total happy. Alles steht hier auf Mainz 05, deswegen braucht man ein größeres, ein neues Stadion. Und darauf kann man schon bauen, aber realistisch, Top 24 Deutschland, mehr ist da ganz, ganz schwierig möglich nur. Also ich muss sagen, trotz Helau und Humba Humba Tetere von Ernst Neger, hier wird ja auch wie in Köln Großkarneval gefeiert, dass da so viel Realität im Spiel ist, im Fußball, wo ja auch Emotionen pur herrschen. Großes Kompliment und ich drücke euch die Daumen. Wer glaubst du, wer absteigt? Ach, ich gönne das ja niemand. Ich muss ehrlich sagen, mir ist es auch wirklich völlig egal, solange wir nicht dabei sind. Sicherlich die Mannschaften, die momentan da zwischen 4 und 8 Punkte haben, haben es am schwierigsten. Ja, da sind wir ein bisschen weg, aber man weiß auch, wie schnell so eine Serie ist. Aber ich tippe sehr gerne den deutschen Meister. Da glaube ich, dass die Bayern trotzdem wieder schaffen werden, weil sie irgendwann ihren Lauf bekommen werden. Aber Absteiger, das gönne ich niemandem, deswegen möchte ich da auch nicht tippen. Christian, du bist eine abgepitchte Sau. Ich sag das mal so, so hätte ich das genauso gemacht. Meister, ja, Abstieg, gönnt man auch seinem größten Feind nicht. Das kostet Nerven, schlaflose Nächte und das ergibt sich so. Also ich drücke dir die Daumen. Also ich finde euren Club hier super sympathisch. Nicht nur, weil wirklich die Sonne scheint und in dem Sinne alles Gute. Danke.